Am 1.12.2022 gegen 22.40 Uhr wurde die Polizei Bonn von einem 28-Jährigen auf die Königstraße alarmiert, da er zuvor von zwei Männern angesprochen und gebeten wurde, Geld zu wechseln. Nachdem er dies abgelehnt hatte und im Begriff war, die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufzuschließen, wurde er von einem der Männer von hinten umklammert. Während er versuchte, sich aus dem Griff zu lösen, nahm ein anderer der Tatverdächtigen ihm einen seiner kabellosen Kopfhörer aus dem Ohr. Schließlich konnte sich das Opfer, das unverletzt blieb, in den Hauseingang retten und die Tür schließen. Die beiden Verdächtigen flüchteten daraufhin in Richtung der Bahnunterführung an der Kaiserstraße. Der ist Bundespolizei auch. Ja, dort sind wir. Wir lassen meistens da unten der Unterführung gerade, es fällt jetzt so rum durch. Wieder einmal. Suchen wir irgendeinen gelben Schock. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 18-jähriger, bekannter Intensivstraftäter in Tatortnähe angetroffen werden. Auf ihn traf die von dem Opfer abgegebene Personenbeschreibung zu. Er wurde festgenommen und seine Oberbekleidung sowie seine getragenen Handschuhe zur Beweissicherung sichergestellt. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Er soll gemeinsam mit einem identifizierten Mittäter in mindestens zwei Fällen in Wohnungen im Bonner Stadtgebiet eingebrochen sein. Die zu dem Raubdelikt angelauerten Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 14. Ein Haftrichter verkündete dem 18-Jährigen am Folgetag den bestehenden Untersuchungshaftbefehl. Nur ca. 30 Minuten zuvor kam es in der benachbarten Prinz-Albert-Straße zu einem versuchten Diebstahl eines Taxis. Auf meine Presseanfrage erklärte der Pressesprecher Michael Bayer, dass kein Zusammenhang der Taten gesehen werde, sodass die Fahndungsmaßnahmen den Tätern beider Taten galten. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut. Beispielsweise das von dem versuchten Diebstahl. Link auch in der Videobeschreibung.